Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Erlengrad im LS19 Alpine DEC zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Moin. So, ich bin fleißig hier ansehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe schon ein bisschen weiter gearbeitet hier. Ich weiß nicht, die letzte Aufnahme ist schon länger her. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit wir hier denn gekommen sind insgesamt. Aber ihr seht, wir haben noch ein gutes Stück vor uns. Und das werde ich euch jetzt nicht alles antun. Das ist alles, wenn man das hier ansieht, sondern wir hauen hier den Helfer rein. Oder ich werde mich zu einer Mission begeben, wo ich mir auch schon rausgesucht habe. Philipp, da kannst du gleich mal hier kurz einsteigen, weil ich habe das gute alte Problem. Bei mir kann ich keinen Helfer einstellen. Bei mir nie, wir sagen. Warte, wir fahren nochmal ran. Bin draußen. Es funktioniert einfach nicht. Da kannst du machen, was du willst. Es geht nicht. Wenn ihr schön das 1000er Kilo Gewicht oder wo, was wollt denn ich machen, ey? Ich weiß es nicht. Hier steht uns wunderschöne Weide, Mann. So, warte. Kann mal. Es vielleicht sein, Flo? Ja. Mal ein hast du vielleicht unseren Weidemann? Nicht Weidemann, unseren Lindner Unitruck. Hast du den rausgezogen? Der war da gestanden, ja, der Tank war voll. Ja, genau. Ja, die Leute, die wurden sie gezeigt, wieso, weshalb. Ich weiß nicht, doch in der letzten Folge war es nämlich, glaube ich, soweit ich noch weiß. Da war ich schon aus. War ich schon aus? Hier oben über den großen Weg fahren. Da ist er hier gefahren, hier hinten rum. Komplett hier hinten rum. Bis ich vorne hin hat er es geschafft und da war der Tank leer. Ja, nie schön. Auf jeden Fall gehe ich heute mit dem Spielstand rein, der Tank ist halb voll. Ja, nie schön, du. Hab ich gesagt, dass dazu soll? So, warte mal. Wir begeben uns jetzt aber zu der Mission, die ich mir schon rausgesucht habe, und zwar, warte, jetzt muss ich sie finden, da 5000 da, und dann auf Feld 3. Feld 3 ist da, ach gleich hier nebenan. Ja, dann kann ich easy hier nochmal 5000 abgreifen, aber wir müssen, ja okay, 4000, wir müssen uns das Zeug ausleihen, wir haben es einfach nicht. Den Traktor hätten wir, die Spritze haben wir nicht. Das heißt, Gerät ausleihen, jo, da sind sie. Ja, das war nicht der schönste gespannte Arbeit, geht, ne? Hänge. Dann rufen wir es an. So. Jetzt wollen wir mal wieder so, ja. Böse schön wendig. Ja, hat auch einen Vorteil, ne? So. Wunderbar. Oh, passt. Ach. Das Ding müssen wir vollfüllen irgendwie, ne? Müssen wir uns das kaufen? Du, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich hier lang muss, ne? Ich weiß ja immer geradeaus weiter. Haben wir das drauf, weil ich platziere uns. Ja, wobei, ach komm, scheiß drauf. Wir haben. Diese Tanks sind noch nicht teuer, oder? Palette im Pflanzenschutzmitteltank. Das muss ich aber nochmal nachgucken, dass ich mir sicher gehen kann. Unkrautvernichtungsmittel. Ja, das müsste eigentlich das sein. Es sind Pflanzenschutzmittel. Also es kann nur das sein, weil mit dem arbeite ich sonst auch immer. Ich weiß nicht, wir machen auf jeden Fall ein bisschen Plus, das kann ich schon mal sagen. Aber jetzt wie viel und ja. Sehen wir dann schon, ne? Sehen wir dann schon. Dann fahren wir hier wieder rein. Da vorne steht er schon. Flo. Jo. Ich sag's nochmal so. Was sagst du? Ich hab zwar Tank im Motor, im Motor. Du hast, ja, du hast Diesel drin. Ich hab Diesel drin, aber kann ich nicht mehr starten. Du, hab ich gesagt, oh, ja, nee. Na, ah, jetzt geht's, okay, alle gut. Okay. Jetzt habe ich ja ein Problem. Wenn mit 4000 Liter aus, ja. Weil ich keine Shuttle Control nicht mehr sehen. Was gibt's? So, hier rum. Und dann geht's auf zu uns. Uiuiui. Feld. Link ich noch her, ne? Ja. Funktioniert's? Ja. Oder ja nicht so. Oh, diese Bremskraft ist irgendwie krass. Ja, gut.
Ach nee, wir haben ja hier keinen. Aber weißt du was? Ich hol mir einfach unseren Lindtrack. Was soll ich denn hier mit dem Kollegen rum? Das ist ja komplett egal. Das ist eine Mission, ich brauche keine unbedingt Pflegebereifung. Und da müsste ich normalerweise abpacken, die Spritze. Ja doch. Ich hoffe es einfach mal. Hallo? So. Hm. Sehr starke Bauer ein. Normalerweise nicht. Aber mach mal ganz kurz ein. Ja, warte. Ich muss mir da mal vielleicht wo rausziehen. Ist an. Und ja, also der Tag, wir nehmen am 13. Ich geh noch nicht mehr raus. Egal. Ja, wie gesagt. Warte, ich versuch mal mit vorne, warte. Es wird was. Okay, gut. Wie gesagt, wir nehmen hier am 13.12.2020 auf. Und ja, das ist ein Sonntag. Und heute ist ja die Dingens rausgekommen. Wie heißt das nochmal? Die noch stärkere Verstärkung der Corona-Schutzregeln. Und jetzt gibt es ja nur ein Problemchen. Und zwar. Hallo? Mutti? Ich beweg mich. Ich beweg mich nicht mehr. Ich beweg mich. Au. Ich beweg mich nicht mehr. Die Reifen drehen. Warte. Ich weiß. Oh, wo bin denn ich hier? Ah, ich muss da hinten hin. Ja, auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, und zwar, ich gucke jetzt hier einmal mal, in der Zwischenzeit rede ich weiter. Ja. Es kommt ab Mittwoch, also ab dem 16. November, Dezember sollen ja diese Verstärkungen in Kraft treten. Ja. Und auf jeden Fall das Problem ist, ich habe mir einen neuen PC gekauft. Der kommt dann danach auch noch Vorstellungsvideo und so weiter. Es gibt nur das Problem, ab Mittwoch sollen diese Verstärkungen eintreten und ab Mittwoch soll eigentlich mein PC ankommen. Jetzt nur die Frage. Kommt der dann an oder kommt er nicht an? Theoretisch, du hast es ja bestellt. Ja. Post darf ja, soweit ich weiß, weiterhin liefern. Ja, ja, Post, aber der bringt's ja privat. Aber wann? Moment mal. Dann ist ja, darunter verstehe ich dann auch Hermes, UPS und Amazon Prime. Und der ist ja dann auch theoretisch zwar privater. Ja. Mhm. Dann müsste er es eigentlich auch bringen dürfen. Oder nicht? Also. Ich weiß es nicht. Ich habe mich da nicht so, so stark auseinandergesetzt. Aber das ist Taste 6, muss ich Taste 6 suchen. Beweg mich. Yay. Ich freue mich wieder rückwärts runter. Ja, das geht gleich weiter. Ich muss. Warte. Wait, what? Oh ja, ja, nein, nein. Das war der Knopf. 6. Warte mal, wir bringen den mal neu. Haben wir die Stange mit drauf? Nee, haben wir nicht. Kann ich jetzt? Jetzt? Frag mich nicht, was. Egal. Wir hätten die Stange mit drauf nehmen müssen. Wieso, was hast du gemacht? Ich komme hier nicht mehr hoch. Ich hänge hier voll drin. Hey, was ist das denn? Mutti. Kennt halt wirklich voll drin. Wo bist du überhaupt? Ich bin eigentlich auf dem richtigen Weg, wurde von dem Auto hier reingeschossen. Jetzt häng ich hier auf einem Gartenzaun mit dem Hänger. Steig mal aus. Ja. Und ich kann den Hänger nicht anpacken. Ich hab zwar die Hand beim Unitruck, aber das bringt mir ja auch nichts. Warte mal. Ja, nee, also die Leute, die wussten. Ich weiß nicht, was du für Probleme hast, ne? Ich kann die Hänger nicht anpacken, ne? Also ich schon. Komm ich denn nicht mehr hoch. Schade nicht zu lange, sonst wird der noch leer. Au! Was ist denn? Was ist denn?
Ey, ich geh verfolgt, ne? Man, was ist hier? Was ist hier kaputt? Jetzt mal Real Talk, was? Warte, mach mal. Komm mit dir jetzt hier so! Bleib jetzt hier mal stehen, ey! Was ist Mann. Hier kaputt? Ich zieh jetzt erstmal die Hänger. Also, ich kann. Nee. Ich versteh's halt nicht, was da kaputt ist, ne? Ich hab das gerade gesehen, wie er weggeschossen ist. Das war nicht gut, nicht gesund. Jetzt stecke ich ja auch noch. Mann. Nee, schön. Der arbeitet immerhin. Immerhin einer. Wieso geht das nicht? Hä? Wieso macht er das so, wie er es macht? Ich hab da keine Doppel. Hä? Also, warte mal, wir gucken nochmal nach 6. Der Unitruck ist irgendwie. Da. Wieso ist das. Ich bin beauftragt. Hilfe! Steig mir in den Unitruck rein! Ja, warte. Oh, wir kennen. Wir kennen den. Oh Mann, er steht, ja. Er hat sie in der Latte. Oh Mann. Oh Scheiße. Oh Mann. Bleib ist sich irgendwas hier. Runtergefallen. Nee, Leute, das war ich nicht so geplant. Ich fahr hier um 200 km/h. Oh Mann. Nee, schön. So, steht sie, bleib stehen. Bleib stehen, ich sag's dir. So, geht doch. Hört auf, ne? Ich glaube, Leute, ihr kennt das Problem. Also es gab schon mal, dass der Traktor dann abhauen will. Oh Mann! Was ist da los? Da oben kommt er doch. Wo kommt denn? Echt? Da ist er. Drift hier rum, ne? Oh Mann! Ey, der macht voll Bock, ne? Oh nee, ey. Jetzt häng ich! Oh Mann, jetzt ist die Scheiße! Junge! Ich bin einfach durch das Wasser tot wieder raus! Oh. Das ist ein Scheiß, da ist schon wieder nur gefallen! Jetzt geht's los hier! Oh Mann! Nein, bleib da! Oh nee! Ja, nicht. Oh nee, nicht schön. Was macht man jetzt? Ja, steig aus, ich setz ihn zurück. Oh. Oh. Der steht da noch. Das ist der Aufbau. Ja, ja. Oh nee. Läuft er jetzt wieder? Ja! Wieso läuft hier Rockradio? Er läuft wieder ganz normal. So, kann ich hier wieder voll rüberschalten? Ja, das geht so. Oh, herrlich. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem Teil, was ich machen wollte. Oh Mann, ey. Oh. Wo überhaupt? Ich hatte ja hier, ich habe ja zwei Bildschirme und da habe ich so diesen Halterungsarm, da habe ich ja eben die Verpackung vom Alpine DLC draufgestellt. Jetzt ist so das Ding, die sind schon wieder runtergefallen, weil ich über den Tüft gehauen habe. Der denn die Hänger? Ah, da hinten in der Ecke spritzen. Ich hole die später, ne? Oh Mann. Was wollte ich eigentlich machen? Ich wollte Spritzen fahren. So. Jetzt machen wir das. Da kommen wir immerhin zu Edward, was wir gemacht haben. Ich würde eine Spritze kaufen, ehrlich gesagt. Hm? Eine kleine Spritze kaufen. Ich dachte, wir wollen auf Bio gehen. Aber für so, egal. Stimmt, Bio war ja was, ne? War da was mit dem Stiegel und so? Ja, oh, vielleicht. Mann. Eventuell schon. So, warte mal, wir haben 68.000, wir könnten ein paar Schafe wieder, ne? Kaufen, ne? Ja, hol die Hänger. Aber wir könnten auch ein paar Schäfchen kaufen, was wir eigentlich schon seit langem vorhaben. Jetzt ist immer umgestorben. So, wir klappen mal auf. Weiß gar nicht, was ist weiter. Wir wird sondern von hier zur Straße. Hat der Kollege auch nicht mal zu viel, wunderbar. Oh, ich bin ja noch im Schnellmodus.
So, warte. Starker Bauer noch ein. Ja. Jetzt kann ich länger grapschen. So, warte mal, soll ich denn das passt, oder? Ist das klappt jetzt? So. Egal. So, warte. Dramatische Breite, nee, das will man nicht haben. So, passt jetzt, dann verschieben wir den Kurs nochmal. Wo sind die Orangen? Da drüben sind die orangen Striche. Warte mal kurz. Komm ich nicht heim, ich fahre jetzt einfach mal hier lang, gell? Warte mal. Ist das richtig? So, ich komme auf den Weg. Ich komme heim. Gut, wunderbar. So. Man muss auch nur umstellen, dass der Motorbremskraft nicht so hoch ist. Das heißt nichts Gutes. Nee. Ist der Tank leer? Warte mal. Nee. So, naja. Hier geht's bergauf. Haben wir wieder das Thema, bergauf. Aber dass der einfach weggeschossen ist, ja, nicht schön, ne? Das ist jetzt auch noch nicht passiert. Wo waren es jetzt nochmal? Also ich war ja sehr mit Schienen hoch. Gut. Können wir uns später angucken. So, fahren wir dann rüber. Oh, bin da drüben vielleicht hängen geblieben. Aber muss sagen, es ist leicht verdientes Geld. Kann man sagen, was man will, es ist so. Ja, im Prinzip, ich fahre hier lang, es dauert nicht lange. Und ja, ne, also. Magst du düngen? Spritzen. Aber wir haben jetzt schon. 23. Achso, du magst Spritzmission. Ja, naja, was geht schnell voran. Ja, du bist auf dem richtigen Weg. Jetzt nach rechts. Ja, jetzt bist du richtig. Du kommst nach Hause. Haus wieder home. Du musst den aber noch tanken, ne? Scheiße. sorry. Ach, Mann. Ja. Wo ist die Tankstelle, Alter? Da vorne bei Bahnsilo. Ich hab gerade die Karte offen, ne? Hast du wieder abgeküsst? Ich hab da eigentlich einen Baum hin platziert. Aber anscheinend hat er doch noch ein Schlupfloch gefunden oder irgendwo. Ich bin daneben. Ich bin hochgeschossen. Bin seitlich am Baum abgeprallt. Oh nee. Oh Junge. Ich hatte gerade was im Mund, Alter. Oh. Ah ja. Nein. Ich weiß nicht, was mir gerade passiert ist. Ich bin hochgeschossen, ne? Bin seitlich am Baum abgeprallt. Also ich bin seitlich. Oh, so, Mann. Also ich bin quer gekommen. Theoretisch seitlich. Bin mit der anderen Seite oben ran. Und hat mich dann wieder gedreht und bin einfach weitergeflogen. Oh Mann. Ich fahr jetzt mal tanken, ne? Ja. Kommst du da noch hin, ist die Frage. Wieso? Bin vielleicht noch drin im Tank? Du, ich beeil mich, ich geb Knallgas. Aber schau, dass er jetzt so viel Suft. Du bist bei der Hälfte von der Strecke leer. Ich fahr mit 60, ja? Ja, nee, schön. Ich werde jetzt nicht mehr bremsen, ne? Nee. Oh Mann, du. Aber ja, der Spaß hat auch nicht. Du musst eigentlich nur den Weg folgen. Ich hab eine Tankstelle, ich hab eine Tankstelle, ich hab eine Tankstelle, ich bin leer. Achso, da ist auch eine, ne? Alter, du wirst es mir nicht glauben, ne? Ich bin also am Kreisverkehr, ne? Bin ich leer geworden, bin noch gerollt. Bis zur Tankstelle. Er lässt durchgespielt. Auf jeden Fall. Ich muss jetzt gucken, kann man das einstellen? Ah ne, warte mal. Ist irgendwo die Abbremskraft? Warte. Ist es.
das, was ich denke, dass es ist. Das hier? Ich probiere es mal aus, ne? Ich war der Meinung, ich habe das gelesen. Gut. Aber nicht schön. VCA Durchscharren vertagt sich auf alle Fälle. Ja. Schwierige Sache, ne? Schwierige Sache. Aber mei. Es muss ja auch irgendwann mal so Spaßfaktoren wieder geben, ansonsten wird's ja auch langweilig, ne? Warum steht der Johnny am Hof? Das ist der von der Mission. Und ich hab die Linden genommen, weil er kein GPS hatte. Deswegen. Das ist nicht unsere. Schade. Ah, die bremst kann man die Breitreifen drauf haben? Warte mal, jetzt bremst der voll ab. Wenn ich jetzt hier. Wieso war das auf 100? Sag's mal vorne, ich bin dir blieb das Breitreifen. Dann sind wir noch so. Alter. Kann den nicht konfigurieren. Was der Scheiße, ey. Ich bin halt irgendwie leicht aggressiv drauf. Nein, gar nicht. Das hat auch nicht funktioniert. Noch nicht so. Was kann ich denn machen? Ich glaube, dein Betrag ist fertig. Jo. Nope. Nee, da. Er hat noch 1, 2, 3 Bahnen. Ach, vier okay. Mit der. Von hier sah es aus, wenn er schon fertig wäre. Du kannst Schäfchen kaufen, wenn du willst. Hat mir ich fahr mit meinem Luten der Uni dran. wir haben auch noch andere Traktoren, aber die sind halt nicht so schnell, ne? Ja, da hast du recht. Wir behalten die Traktoren jetzt auf jeden Fall noch, auch den Büro und so weiter, weil wenn wir einfach mal ein bisschen mehr Arbeit haben, wenn wir jetzt zum Beispiel mal kuppeln müssen, wenn wir jetzt Einzelpanos machen wollen, dann können wir einfach da einen Helfer reinhauen und dann haben wir auf jeden Fall, gehen uns die Traktoren halt nicht aus. So, warte mal, ist die Mission jetzt bald fertig oder war die schon fertig? 98%, oh Mann. Oh. Was ist? Das ist gekonnt, du. So, warte, dann kuppeln wir das Teil ab. Du, Flo? Also, sollen wir so einen kleinen Joskin nehmen oder gleich so ein... Warte mal, wie viel Schafe, wo gehen wir Schafe hin? So, wir schließen jetzt die Lab. Zack. 7000 hat's gegeben. Ja, man muss natürlich so sagen, für 4000 Euro mieten, aber da gehen halt dann auch 38 Schafe rein und wir brauchen halt noch eine Dolly. Warte. Den wilden Trailer. Den Silverstar. Jetzt bin ich vorbei. Die Haltung da. Nehmen wir mal dieser Triebtransport. Da. Den letzten da halt. Da gehen halt 38 Schafe rein. Da fahre ich einmal, das war's. Oder wir mieten uns den Josten. Gehen aber dann halt bloß. Du mach was du willst, das ist dein Thema. Ich habe nichts, kein von dem ein Problem. Wie viele Schafe wollen wir überhaupt haben? Wir müssen halt ein bisschen kalkulieren. Wie viel kostet ein Schaf? 2500, glaube ich, ne? Ne, 1500. Ja, das habe ich eingebietet und dann gekauft. Ja, ne, schön. wir müssen mal kalkulieren. Also ich würde jetzt auf jeden Fall gucken, dass wir auch noch gut Geld haben. Oder genügend auf jeden Fall. Die Bremskraft, ne? Was sind da vier Hände überhaupt? Der ist da hinten, wo wir unser Heu mal verkauft haben. Ah, do! Das werden wir schaffen. Hier, diese Bremskraft, ich muss jetzt da gleich nochmal gucken, dann nach der Aufnahme. Wo man die dann umstellen kann, man, das ist ein bisschen krass. Mach das eigentlich, müsste immer eher das ein bisschen aus, aber wenn du nicht hier so voll abbremst. Kann das eigentlich ausmachen? Ja, wie viel kostet ein Schaf? 1500, glaube ich. Oh! Mir kann man den nicht überlassen, den Uni, da kann man doch nichts mehr. Ja, mal sofort. Wenn er bremst, dann auch. Flo? Ich glaube, das wird heute nichts mehr mit mir und dem. Was hast du gemacht? Gar nichts.
Warte mal, jetzt kommt irgendwo einstellen. Egal. Wenn jemand weiß, wie man das umstellen kann, gerne in die Kommentare schreiben. So, dann parken wir in die Parke, nehmen wir in seine Halle rein. Eine Garage. Halle, Garage, ja. Haben wir nicht. Ich kann den nicht anhängen. So, Motor aus. Da gibt es jetzt für mich forscht nichts mehr zu ruhen, soweit ich weiß. Unser Feld ist fast fertig. Aber wir dürfen uns fürs Zuschauen heute auch schon wieder bedanken, liebe Leute. Es kommt natürlich die Abmoderation, die ihm was fehlen darf. Ein Däumchen, wenn ein Träumchen kostet auch keinen Cent. Unten den roten Knopf draufklemmen. Falls man nicht getan, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann ich sehen hab wir nur noch Flora rüber schießen. Ja. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erlengrad. Und ja, bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao. Still on my feet, closer each day to where I belong. I'm still rolling the dice, praying.